Der Elch ist los, die Jagd ist eröffnet. Los, komm, Granny! Sieht nach einer guten alten Elchjagd aus. Mädels, verfolgt das Medaillon, ich komm nach. Eigentlich ist mein Grundsatz ja keine Jagd auf Elche. Vielleicht versuchen wir es mal mit einem Elch-Lockruf. Was hast du ihm gesagt? Ich dachte eigentlich Hallo. Vielleicht habe ich aber auch seine Mutter beleidigt. Hey, Mädels! Holly! Bleibt an ihm dran! Ich schneide den Weg ab! Komm zu, Polly. Oh. Oder lauf vor Polly weg. Komm schon, hier lang. Das Ganze war ein Fehler. Lass uns gehen, Gwen. Hopp, hopp. Ich habe meine Fährtenlesefähigkeit aufgefrischt, um ans Medaillon zu kommen. Für den Fall, dass das GPS ausfällt, das Telefon ausfällt, du krank bist und ich nicht zufällig Polly in der Stadt über den Weg laufe. Wenn ich wollte, könnte ich den Elch glatt im Schlaf aufspüren. Aber du schläfst doch gar nicht, Gigi. Lippenbalsam, Taschentücher... Handy. Oh. Konzentrier dich bitte, Polly. Liebling, hast du einen Kaugummi? Ja, ich denke schon. Bitte schön. Oh, ich werde die Schlüssel hier drin nie ver... Oh, da sind sie ja. Was für ein Glück. Die Mission ist erfüllt. Layla? Shani? Kommt schon, jetzt lasst uns... Postpacks. Oh, er war genau hier, noch vor einer Sekunde. Beweistechnisch gesehen ist er hier nicht mehr, würde ich sagen. Nein, 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 nein! Er hat sich meine Haftsneaker geschnappt. Ich hab's bereits gesagt und wiederhole es gern. Ein Kletterkünstler. Mega. Ihr holt Bubu, ich hol Pax. Aber dazu müssen wir wieder groß sein. Nicht unbedingt. Klein geht's auch. Und los. Und jetzt präsentiert uns Pierce Pocket seine super Schlag. Du solltest Paxton mit dem Erbsenbrei füttern, nicht die Küche damit streichen. Ich bin seine große Schwester. Pax muss auf mich hören. Und du musst auch auf Pax hören. Du musst versuchen, sein Verhalten zu verstehen. Er ist kaum zu bändigen. Guten Abend, Polly. Miss Mens. Und mein Lieblingsmädchen sagt auch Hallo. Oh, hallo Miss Mens, wir haben Sie gar nicht reinkommen gehört. Polly, du brauchst dich heute Abend nicht um Pax zu kümmern. Miss Mens passt auf euch auf, während wir essen gehen. Aber kann ich nicht mitkommen? Bitte! Tut mir leid, Liebling, das ist unser Abend. Danke fürs Aufpassen, Emma. Es ist mir ein Vergnügen. Also gut, junge Dame, Zeit für deine Hausaufgaben und... Bist du soweit, Polly? Ich komme, Layla. Das glaube ich nicht. Aber Mama will, dass ich Layla bei ihrem Gassi-Geh-Service helfe. Nun, dann wird es wohl gehen. Ja. Dann wird es wohl gehen, wenn die junge Dame meinen Switchen auch ausführt.
Wenn du deine Hausaufgaben bei ihrer Rückkehr fertig hast, könnte ich erwägen, dass du auch raus darfst. Aber meine Hausaufgaben brauche ich erst... Kein Aber! Ich bin euer Babysitter und du machst, was ich dir sage. Jetzt ab auf dein Zimmer und du gehst erst aus der Tür, wenn ich es sage. Bis bald, Polly. Oh, komm, meine Heldin. Perfektes Timing für unser Selfie. Es ist großartig, seinen Helden zu treffen, oder? Und groß! Okay, ich bin dein größter Fan, Rocco. Nein, nein, ich bin ihr größter Fan, Captain. Captain Rocco, ich meine, Captain, mein Captain. Entspann dich, du siehst toll aus. Du schaffst es. Sag ihr einfach, du bewunderst ihre Kühnheit, die Führungs- und Pilotenfähigkeiten und... Verschwindemanöver? Wo ist sie nur hin? Verzeihung bitte, ich habe einen Termin für ein Selfie mit Captain Rocco. Ich weiß, ich bin ein bisschen früh dran, 39 Sekunden um genau zu sein, aber das ist das wichtigste Selfie meines Lebens. Vielen Dank für diese wirklich interessante Geschichte. Was sie meint ist, wo ist Rocco? In der Pause wahrscheinlich. Jetzt? Für wie lange? Keine Ahnung. Für die nächste Stunde war keine Pause vorgesehen. Keine Sorge, Shani, sie ist sicher bald zurück. Das ergibt keinen Sinn. Captain Rocco arbeitet immer in einem äußerst genau getakteten Zeitplan. Kein Wunder, dass sie dein Vorbild ist. Das war ein Kompliment, sozusagen. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Seht, da liegt ein Stück von Captain Roccos Kostüm. Das sieht nach einem Kampf aus. Glaubt ihr, jemand hat sie entführt? Ich weiß nicht, das wissen wir erst, wenn wir sie gefunden haben. Ganz genau. Sofort nach unserer Anmeldung. Layla, es geht hier um meine Heldin, kapiert? Je eher wir Rocco finden, desto eher sind wir beim Wettbewerb. In dieser Menschenmenge kann sie noch nicht weit sein. Wir brauchen nur die Vogelperspektive. Why Girls Comics! Eine äußerst seltene Auflage von Drohnen der Zerstörung! Weg damit, Gwen! Ich bin nur hier, um Miniaturen für meine Sammlung zu kaufen. Und natürlich wegen Polly Pocket. Gigi, du hast es versprochen! Also gut, ein Polly-freier Tag. Ihr beide lenkt Grizel ab und ich lasse den Megawirbel stoppen. Wir sollten aus unserem Versteck kommen. Die schrecklich angezogene Frau ist endlich weg. Da! Sie müssen die Fahrt stoppen. Eine Schraube ist locker. Ha, du bist es, die eine Schraube locker hat, Mädchen. Netter Versuch, auf die Achterbahn zu kommen, während ich nicht hinsehe. Nein, es ist mein Ernst. Das ganze Ding wird zusammenbrechen. Tja, als ob ein Kind sich besser mit Achterbahnen auskennen würde als ich. Und nun hau ab, Ding Dong, oder ich hol den Sicherheitsdienst. Wo sind die kleinen Göhren bloß hin? Jetzt! Die geht, die geht! Schmeckt nach Teich. Sumpfig. Komm schon, Oma, geh ran. Du musst hier anrufen und sagen, dass etwas mit der Achterbahn nicht stimmt. Sie glauben mir nicht, weil ich zu... Er denkt, ich bin zu klein. Er unterschätzt, wie klein ich wirklich sein kann. Und klein! Da ist es. Schienenteil 64C in Abschnitt Q. Hab ich euch, ihr Winzlinge. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, Polly? Wir haben keine Wahl. Wir müssen den kleinen Vogel retten. Wow. Das ist wirklich richtig irre. Löwen und Tiger und Gartenzwerge? Oh je. Unglaublich. Sogar ihre Figuren brauchen ein Umstyling.
Stellt euch vor, sie hätte das Medaillon. Dann wären all diese Miniaturen echte Menschen. Oh. Daraus wird nichts. Sie bekommt mein Medaillon nicht und mein Vogel wird sie auch nicht kriegen. Mein Vogel! Keine Grande in Sicht. Los geht's! Wir holen dich hier raus. Keine Angst. Ich hab dich auch lieb, aber wir müssen fliehen. Ich hab die Flamingos, Gigi. Diese Miniatur sieht ja genauso aus wie mein neuer kleiner Vogel. Hm. Und diese hier sieht aus wie... Huh. Gigi muss sich eine Polly Pocket-Figur zugelegt haben.